Servus und Hallo zu einem neuen Video. Ja, wir sind hier gerade am Bahnhof Terlan in Südtirol. Ja, und starten von hier aus heute den zweiten Teil unserer Alpenüberquerung. Letztes Jahr, da ging es für uns ja von Oberstdorf aus über den E5 nach Meran. Ja, und jetzt gehen wir weiter von Meran bis zum Gardasee. Ja, und die genaue Route, die wir uns rausgesucht haben, die erkläre ich euch jetzt. Die erste Etappe beginnt nach der Anreise mit den Öffis im Martelltal mit dem Zustieg zur Zufallhütte. Die zweite Etappe führt uns dann zum höchsten Punkt unserer Tour, dem Salentjoch. Von dort aus steigen wir dann bergab zur Dorigoni-Hütte. Etappe 3 beginnt zunächst mit dem Abstieg in das schöne und sehr ursprüngliche Rabital. Vorbei an vielen Wasserfällen erreichen wir dann die Bushaltestelle am Wanderparkplatz. Mit dem Bus geht es nun zunächst weiter bergab bis nach Male. Dort steigen wir dann um in den Bus nach Madonna di Campiglio und fahren mit der Grosse Seilbahn hinauf zur Stoppani-Hütte. Angekommen in der Brenta geht es dann zu Fuß weiter zur Tuppet-Hütte. Etappe 4 führt uns zunächst über den Sosat-Klettersteig bis zur Alimonte-Hütte. Nach einer kurzen Pause geht es dann über den Bochette-Zentrale weiter bis zur Tosa Pedrotti-Hütte. Bei der fünften Etappe steigen wir über die Cacciatore-Hütte bergab nach San Lorenzo in Banale und verlassen somit wieder die Brenta-Dolomiten. Etappe 6 startet in einem kleinen Örtchen Fiave. Steil geht es von hier dann hinauf auf den Monte Misone und auf der anderen Seite des Berges dann bergab zum Lago di Tenno. Mit dem Bus fahren wir vom Lago di Tenno dann bergab bis zu unserem Ziel, dem Gardasee. Vom Bahnhof in Terlan geht es zunächst mit dem Zug in Richtung Goldrhein. Angekommen in Goldrhein steigen wir um in den Bus 262 nach Martell sowie in den Bus 264, um weiter zur Enzianhütte zu gelangen. So, nach der Zugfahrt und anschließender Busfahrt sind wir jetzt hier an der Enzianhütte angekommen und hier starten wir jetzt die erste Etappe unserer Tour. Und zwar geht es jetzt erstmal bergauf zur Zufallhütte. Von dem Parkplatz an der Enzianhütte machen wir uns einen Aufstieg zur Zufallhütte. Dieser ist tatsächlich etwas kurz, aber so bleibt am selben Tag noch genug Zeit für die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Nur wenige Meter nach Beginn der Wanderung können wir die Zufallhütte oberhalb von uns bereits deutlich erkennen. Wir folgen der Vorstraße weiter bergauf und stehen eine knappe Stunde später bereits vor der Hütte. Dort angekommen beziehen wir unsere Bettenlager und genießen noch etwas die abendliche Stimmung. Während draußen immer wieder einige Regenschauer durchziehen, genießen wir noch unser Abendessen und gehen dann bereits zeitig hinauf ins Lager. Um auch in Zukunft keine neuen Videos mehr zu verpassen, jetzt abonnieren und Glocke aktivieren.